Ich würde den Stein hauen, aber gut, wir können auch Sand machen. Ich glaube, Sand brauchen wir auch eine Menge. So eine Sandhüppe wäre eine Idee, aber anscheinend nein. Wir können 600 von einer. Gut. Auf. Was denn? Sonnenbrille? Was ist das? Das ist Sonnen. Was hab ich denn da? Ich habe eine Sonnenbrille gefunden. Wo kommt die denn jetzt plötzlich her? Hat die ausgebuddelt oder was? Ey, I'm so cool. Was ist denn hier los? Kann ich den großen Stein nicht hauen? Lol. Hey, Kazuya! Mein Schnuckidi-Dukti. Ja, jetzt haben wir sonnige Aussichten. Lalalalala. Wette, du spielst auch Minecraft noch ein bisschen, oder? Was hast du vor? Oh Gott, ich werde gerade extremst müde durch die Buddelei. Alle brauchen den Kram. I need the stuff. Oh, buddeli buddeli buddelibu. Das muss irgendjemand wissen, das ist ein Schatzpirat gewesen oder so. Piratenschatz. Wie war das gestern mit der Avenue und so? Hier kann ich nicht buddeln, weil Baum. Weil, nee, vielleicht brauche ich dann auch einen Presto-Hammer oder irgendwas. Damit ich da durchbuddeln kann. Ich weiß nicht, was da liegt. Also hier kann man ja auch nicht buddeln. Kann ja mal hier buddeln, wo es grün ist. Nein, da war es mal grün. Na. Wir wollen doch Planeten wieder grün machen und kaputt. Kaputt ist er genug. Okay, 27. Mach gleich ein Mittagsschläfchen. Eine Mittagsschläfchen. Ja. Nee, auch so ein Salzstein. Ja. Salzstein. Sehr schön. Ja. Wobei ja auch das Meersalz eigentlich aus den Bergen kommt. Nö. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht 100 pro, aber eigentlich ja. Eigentlich kommt es ja aus tieferen Gedösel. Dieses ganze Zeug. So, jetzt müssen wir mal gucken. Steine haben wir da. Stickies haben wir da. Was können wir damit anstellen? Ich glaube, mit dem Sand wusste ich irgendwas mal. Aber ja, jetzt können wir ein bisschen craften. Oder wir gucken erstmal, dass wir vielleicht noch ein paar Bäume umhauen. Aber, boah, das Ding ist auch voll bis zur Oberkante. Ich brauche mehr Platz. Naja, mein Fläschchen ist fertig. Schön. Ich brauche mehr Platz. Aber sowas. Oh, ich habe vier Eicheln. Wo habe ich die denn jetzt her? Habe ich die ausgebuddelt? Geilo. Das heißt, wir können vier Bäume theoretisch bauen. Machen, pflanzen, tun. Aber ja. Humpelt etwas in der Küche, glaube ich. Gott, wir haben hier 20 Steine, Leute. Moment mal. Hatten die vorhin schon drin? Hätte ich gar keine Steine holen müssen gehen. Nee, eigentlich nicht so. Hätte ich nicht machen müssen tun, aber das tut's halt. So, egal. Warte, irgendwas war das doch mit Stoff achso, Nessel. Ich glaube, mit der Nessel. Kann man die Nessel nicht pflanzen und dann nesselt die sich weiter oder so? Wäre ganz toll. So, hier haben wir unsere Werkzeugtruhe. Ich weiß gar nicht, ob ein Hammersäge irgendwas brauche. Wenn wir jetzt basteln wollen. Ah, 17 Uhr. Ich glaube, die Sonne geht bald unter. So, die Pfeile brauchen wir, glaube ich, auch gerade nicht. Ich weiß nicht. Nützliches. Was haben wir denn? Bleifstein, ja. Dafür brauchen wir Eisenerz und Stein. Rucksack, das wäre geil. Dafür brauchen wir einen Beutel. Für den Rucksack brauchen wir einen Beutel. Und für andere Dinge, glaube ich, auch. Eine Kappe unbedingt. Vielleicht finde ich eine beim Buddeln oder so. Yam, yam. Das schaut wieder lecker aus. Ja, komm mit mir. Ja, gibst du mir mal einen Tee von der hinteren Kanne dann? Das wäre super lieb von dir. Danke, Schatzi. Ja, also, in die Tasse. Also, ja, in die Tasse. Also, das, ja. Ich weiß nicht, wo sie sonst den Tee hin tun will, aber ja, in die Tasse. Das wäre vorteilhaft. Aus der Kanne, in die Tasse. Ja, wir haben hier mehrere Kannen stehen, deswegen. Also in der Küche. Und dann links, nee, das ist alles Blödsinn.
Rohstoff, Werkzeug, Möbel. Wo, oh, ich grad, wo kriege ich den? Also ein Beutel ist jetzt kein Werkzeug, oder? Also, ich würde nein sagen. Ein Beutel ist nützlich vielleicht, aber nicht kein Werkzeug. Oh, diese Eingliederung ist manchmal wirklich schön. Möbel, Tanner. Ich muss das hier bauen, ne? Oder? Ich glaube ja. Warte mal. Rohstoff, Werkzeug, Möbel. Nützlich, da haben wir es doch. Dann doch hier Sack, Dings, Bums. Betonfliesen. Ich weiß gar nicht, kann das Zeug nicht auf Beton wachsen? Küchenbrunnen, ja, da kommen wir ganz spät, glaube ich, hin. Dings, ich suche den Beutel. Falls jemand meinen Beutel sieht, kurze Hosen, ja, brauche ich jetzt auch nicht. Ich brauche doch nur diesen blöden. Ey, ist immer wieder schön, ne? Beutelressource. Beutelressource. Also gehört es unter Ressourcen? Warte mal, nützt nicht. Denn wäre es ja ein Rohstoff. Beutel ist ein Rohstoff. Ja, weniger. Salzbeutel. Tatsächlich, es gehört unter Rohstoff. Beutel. So, Jagdmesser, 5 von Tralala Stoffe. Und 10 Sa. Ach du Scheiße. Das wird, glaube ich, eine Tagesaufgabe, das Ding zu produzieren. Erstmal zu süppeln nehmen. Ich würde die Kastanien, sag ich mal. Die Dings. Achso, ja, warte mal, warte mal, warte. Ein Jahr mal Dünger. Der passt auch noch gerade rein. Alter, renn doch nicht gegen den Zaun, Junge. Boah, das tut doch nicht Not. Ich würde tatsächlich hier versuchen, in die Richtung hier oben noch mal ein bisschen zu pflanzen. Eigentlich in das Zeug rennen, ne? Also hier haben wir jetzt die eine und dann machen wir die andere. Und jetzt brauchen wir erstmal einen Dünger. Lödelö. Düngerlö. Und pack ich es hier hin, oder? So, dann wo die Hake. Ups. Oh Gott. Was ist, wenn ich total erschöpft bin? Falle ich dann tot um, oder? Ich weiß es nicht. So, Ditte und Boing. Sehr schön. War schon 9 Bäumchen gepflanzt. Das ist schon mal löblich. Achso, ich wollte Stunk, Dunk mitnehmen. Stunkigen Dunk oder so. Hab ich den reingeschmissen? 5, hier haben wir welche. Wunderbar. Dann warte mal, die Pfeile kann ich noch einschmeißen. Hier erstmal reinschmeißen, nochmal ein bisschen mehr Platz. Aber ich glaube, wir müssen ja schon wieder pennen gehen. Das ist eigentlich Sommer oder Winterzeit gerade? Gute Frage, ne? Tatsächlich gerade Sommer oder Winterzeit? Was ist eigentlich, wenn ich mit einer Sichel auf ein Dings losgehe? Ist hier gar nichts, ne? Okay. Nichts. Okay. Bäumchen haben wir jetzt eigentlich. Achso, Mensch. Heute sagt das doch. In seinem Funk. Wollte den Mist hier in die schmeißen. Genau. Genau dahin wollen wir. Mist. Jeder Gang macht stark. So, damit wir wieder Dünger kriegen. Die da Dünger. Es kann sein, dass das wirklich hier nicht hinkommt, ne? Weil dass das hier drauf nicht wachsen kann. Das Zeug hier, ne? Diese Glibber-Blibber-Pilze. Das wäre interessant. Wenn es da nicht wachsen kann, hätten wir. Naja, hier wird schwierig. Aber ansonsten wären wir relativ safe mit dem Zeug, ne? Meistens habe ich jetzt. Ja, ist das mal. Jom, 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 jom. Haben wir wieder Platz gewonnen. Sehr schön. Achso, Sand haben wir auch noch. Warte, was wollte ich jetzt haben? Genau. Also, der stockt einfach. Die Bäume kommen da unten noch nicht mehr ran. Hier sieht es auch Käse aus. Der buschige Buschbus ist auch buschig. Ausrufezeichen. Ich glaube, er ist zu müde dafür.
Na gut, Digga, dann legen wir uns hin. Dann legen wir uns halt hin. Ist ja schon spät am Abend fast. Ja, 19 Uhr. Frühabend, ja. Heiß. Jung, ich spreche gerade ein bisschen vor Yagi. Kannst du was trinken? Ah, wunderbar. Weil dann würde ich hingehen. Das war übrigens gerade vorhin schon meine Frage. Kann ich eigentlich das Ding hier so machen? Und den Inneren vielleicht wieder voll machen? Nee, ne? Das geht nicht. Irgendwie muss man mit der Gießkanne oder irgendwas den wieder voll machen. Aber ich kann es ja auch wieder auskippen. Theoretisch. Aber praktisch wohl weniger. Wundert mich ein wenig. Müsste eigentlich gehen. So, und dann schmeißt das Zeug noch in den Kochtopf. Destillieren wir das schöne Wasser. Und dann ab ins Heiabettchen. Ja, und mit dem destillierten Wasser ist es halt chemisch destilliert. Nicht so, wie man das kennt. Also oldschool. Auskochen, tralala. Aus dem Bett fallen und vor Hunger sterben. Oh Gott. Kann ich auch eine Kastanie essen? Ausrüsten, teilen? Nee. Schoki mitten in der Nacht. Schoki ist immer gut. Ich guck mal, wo der Mais ist. Weil eigentlich müsste man von dem Mais Überreste haben oder so. Dass man, ja, nee. Sollst halt essen. Ablegen, teilen, fallen lassen, ab. Nö, essen. Er geht damit auch nicht. Irgendwie ist der Mais nicht so gut, oder? Kann ich das in den Kochkopf tun? Mais einfach da oben rein? Kochen? Nein. Mais mörsern. Das ist eine Option. Warte mal, Getränke. Gerichte mit Fleisch. Nein, Gerichte mit Talala, Pilze. Irgendwann mal noch Maisbrot und so. Gekochter Mais. Mais mit Wasser. Na, Wasser habe ich genug. Kann ich eigentlich auch die Gießkanne da reinstecken und dann habe ich Wasser? Nein. Das wäre zu schön gewesen. Bäh. Jetzt muss. Achso, dann warte, muss raus, ne? Achso, ja, warte mal. Dann probier es nochmal mit der Kanne. Das geht. Wir können auch die Kanne benutzen. Ja, moin. Mais in der Kanne gekocht. Das neueste Schreigericht oder so. Ist doch toll. Also der Mais gekocht bringt, glaube ich, mehr. Ein wenig. Na toll, ich habe zwei Mais. Das Problem ist ja, wir haben eine Mais-Dingspackung gefunden. Wie kriege ich aus dem Mais jetzt Dinge raus? Ne? Also Fläschchen. Zum Nachpflanzen. Weil ich kann ja schlecht so, hey, ich gehe mal rüber. Zum Gärtner meines Vertrauens und holen ein paar Samen. Also ja in dem Sinne unsere einzige Nahrungsquelle aktuell, ne? Man sollte noch was trinken, sagt er. Und was essen, aber der Mais ist noch nicht fertig. Na gut, unsere Toxizität ist auch schon ziemlich hoch, ne? Alles 67 ist jetzt nicht so der Hit. Sollten wir das essen? 67. Das sollte doch runterdrehen. Ich kann nicht mehr schlucken. Okay. Klingt nicht gut. Klingt einfach nicht gut. Mal mit dem trockenen Gras irgendwas anstellen, so kochtechnisch oder. Ich weiß nicht. Ich kann ja mal gucken. Maisbrot und so habe ich auch alles schon gewonnen. Kakaobohnen, tralala. Aber irgendwie Kürbissuppe, Maisbrot. Ja, alles schön und gut.